Willkommen auf sound.de. Wir messen heute eine absolute Einsteiger-Endstufe von Sony, und zwar die XMN502. Zweikanal-Endstufe und hier wieder mit OFC-Kupferkabel verkabelt. Vier Batterien drunter, Netzteil 100 Ampere, also Strom ist mehr als genug da. Und dann schauen wir doch mal, was von der Leistungsangabe von 2x60 Watt, die Sony da angibt, rauskommt. Bedenkt bitte, die Endstufe kostet 70 Euro, 60 Euro. Das schwankt immer mal ein bisschen, aber brutal wenig. Und jetzt schauen wir mal, was im Certified Mode 2-Kanal 4 Ohm rauskommt. Wir messen bis 1% Verzerrung an einem Kilohertz und schauen mal, wie viel Leistung rauskommt. Das ist der Hammer. Also ganz ehrlich, 80 Watt, 14,6 Volt, das haben wir nicht erwartet. 24 Ampere fließen, eine Info vorweg, es ist eine 40 Ampere Sicherung verbaut. Und die werden wir noch wirklich beanspruchen. Denn 2 Ohm, da gibt Sony jetzt keine echte Leistung an. 2x65 an 4 Ohm. Schauen wir mal, was er an 2 Ohm macht. Wow, 120 und 112 Watt. Das heißt, wir reden hier über 230, 240 Watt, die da rauskommen. Im Brückenbetrieb, aber das sehen wir ja gleich noch. 40 Ampere fließen da, also Sicherungswert erreicht. Zugegeben, 15 Volt habt ihr bei euch selten im Auto. Also müsst ihr ein kleines bisschen abziehen. Aber jetzt sehen wir mal, was an im Dynamic Mode kommt. Das heißt, wir simulieren den Musikbetrieb 4 Ohm und gucken mal, ob das Netzteil da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kann. Kurzzeitig. Passt. Also da kann das Netzteil jetzt nicht nochmal mehr rausholen. Aber 80 Watt für den Preis ist mal eine Mörderansage. 2 Ohm schauen wir auch mal. Ja, da macht das Netzteil ein bisschen weniger. Kurzzeitig 115, 105 Watt, aber über 200 Watt für 60 Euro RMS-Leistung kurzzeitig. Wahnsinn. Und wie könnte es auch anders sein? Wir messen jetzt mal an 1,6 Ohm. Nicht freigegeben, bitte nicht nachmachen. Und hier kommt noch mal mehr Leistung. 123, 108. Wir reden hier über 250 Watt. Hier nochmal die Leistungsangaben im Überblick. Übrigens, die 40 Ampere Sicherung, die ist bei dem Test, beim ersten Test an 1,6 Ohm, die ist weggeflogen. Das heißt, da sind deutlich, deutlich über 40 Ampere geflossen. Wenn ihr eure Endstufe messen lassen wollt, einfach bei uns auf sound.de melden. Und viel Spaß noch auf unserem Kanal.